Barry Smith. 24 Stunden für sie im Einsatz als Klempner und Kung-Fu-Guru. Einige verstopfte Abflüsse und Chakras seit 1987. Kann's ja mal versuchen. Jawohl. Ich muss das aufkriegen. Ja, ist auch nicht so schwierig. Wir müssen hier einfach wahrscheinlich... Ich das gebrauchen kann? Ja. Wir benutzen jetzt auch schon gleich unsere Supersteine. Wenn ich genug Steine für den Superbau habe, könnte hinkommen. Ja, ja. Drache! Nein! So. Meine Skulptur! So. Weil wir brauchen diese komischen Feuerwerke gar nicht. Und ich dachte schon, Dandys Atem wäre schlecht. Ich glaube, das ergibt so ein Feuerwerk, ne? Dieses Spiel haben wir schon mal gespielt. Komm. Ja. Ja. Nein. Und weg. Und danke. So. Das ist jetzt so ein... Genau, das brauchen wir alles nicht mehr. Das haben wir dann noch nicht. Wir haben... Ganz viel ist noch nicht. Wer stellt den Hutständer draußen auf? Ach, ich weiß es nicht. Was haben wir alles noch nicht? Wir haben so viele Sachen wieder nicht. Wenn ich mich so gefragt habe, so als ich das eben anmoderiert habe, wieso kann ich jetzt so doof sein und das hier alles nicht gefunden haben? Nächster. Noch ein Hutständer, aber niemand trägt einen Hut. Ja, da würde ich mir mal Gedanken machen. So, Frankie? Und da war, glaube ich, die letzte, nee, hier war, ja doch, die Packe. Da war was. So, die Fackeln brauchen wir alle nicht. Weil, warum auch? So, hier können wir mit unserem Hafenarbeiter McCain ran. So, ich hoffe, hier ist was Sinnvolles. Polizeimarkenteil oder so. Auto, okay. Das geht auch in Ordnung. Ah, dünner mit. Das war hier vorne irgendwo mit dem Dünner mit. Ich weiß noch, das war eine Route. Eine ganz dämliche Route. So, Stinker. Ich hab's bis jetzt noch nicht raus, wo ich was finden kann. Es ist echt, das ist echt grausam. Andersrum ist eigentlich bei vielen Spielen so. Bis zum allerletzten Endgegner habe ich dann immer noch nicht raus, wie ich da was gemacht habe. Das ist krass! Und nach dem Spiel denkt man sich so, okay, ja. Den Schlüssel lasse ich liegen noch. Obwohl, ich kann ja auch das Feuer wegziehen. Ich nehme aber die Steine nicht mit. So, rein. Ich sagte rein. Mann, ey. Weil da war das Dynamit, ist er wohl. Muss doch irgendwie, deswegen auch immer, musste ich damals das auch noch machen. Rein mit dir. So, warum nehme ich jetzt diese Supersteine nicht mit? Nur, wir haben also fast eine halbe Million. Ich denke mal, dass wir sowieso eine halbe Million haben an Supersteinen. Dass das eigentlich immer relativ hinhaut.
So, dann haben wir das hier auch noch. So einen schönen, schönen Drachen und der andere Drache. Oder was da auch immer das ist. Und hier ein Lillerstein. Lillalalala. Danke. Superhelden brauchen wir ja nicht. Lego City Helden. Superhelden. Ist klar. So. Leiter aktivieren. Leiter aktivieren. Ja, okay, oder. Nee, ja, es ist keine Leiter, aber. Hoffe ich doch. Hoffe ich. Ja. Hier brauchen wir die Leiter. Na, Frankie. Frankie macht nochmal das Abenteuer von Chase. Das wäre was. Wenn es so, sowas geben würde. Ein kleines Reloaded. So. Als erstes machen wir das ganz unten. Ich glaube, hier unten gab es das. Was denn hier? Jupp, gab es auch. Sehr schön, haben wir geschafft. Sobald ich hier raus bin, gehe ich mich bei den Herstellern dieser Fackeln beschweren. Die halten gerade mal 10 Sekunden. Ja. Cool, oder? Wenn ich Fackelhersteller wäre, würde ich das auch nur machen. Verkaufe ich umso mehr. Klingt zwar blöd, ist aber so. Wurden dann alle Hüte gestohlen? Moment. Das sind hölzerne Kung-Fu-Dummies für das Training. Hutständer. Mann, bin ich blöd. Tja. Tja, tschüss. Tja. Also. So, ich glaube, die beiden anderen, die waren dafür verantwortlich für die Fackel. Also, die brauchen wir nicht. Gut. Dann gehen wir mal rein. Ohne diese Supersteine. Weil, warum? Und rein mit dir! So, was haben wir da für mich drin erwartet? Von den Typen sieht keiner wie ein Barry aus. Muss man hier etwa ein Glöckchen läuten? Ja, und hier brauchen wir ganz viel Farbe. Gut. Ich sagen, dann räumen wir mal auf, gell? Also, erstmal hier Blumen gießen. Einer von sechs, oh je. Oh je, einer von sechs. Psst. Ja, psst, psst. Auf, psst und psst. Ich mach Let's Plays, ihr nicht. Für euch ist das alles zu doof, ich weiß. Zwei von sechs. So. Was haben wir denn noch hier? Eine Glocke. Haben wir noch ein bisschen was? Der Teleporter benutzt aber erstmal jetzt nicht die Pflanzen. 3 von 6. Ja, ich bin ja der Gärtner. So schade, dass es hier bislang bei Farmer weghält und die Gärtner. Vielleicht schalten die noch hier frei. Sehr cool. So, ich glaube, Farmer will ändern zu Gärtner weghält. Good. Und 6. Polizeiwagenteil. Sehr schön. Alle Blumen gegossen. Okay, hier kriegt man irgendwo ein Schnitt. Und das denn? Und warum? Ich glaube, da oben beim Teleporter gleich. Ich erreiche einfach kein seelisches Gleichgewicht. Und? Kannst du mir sagen, wie das so ist? Falls mal ein Test kommt. Der eigentliche Test ist die Reise durchs Leben und über die Wellen, die deine Taten hervorrufen. Oh. Also ein grün-gelbes Lila auf einem Emotionsring. Wer nicht? Okay.
setzen wir uns Teleporter technischen Fähigkeiten an. Und hier ist Barry. Hi Barry. Du wartest auf wen auch immer. What? Warum? Okay, ja. Dojo ist groß. Und hier ist Farbe. Ah, okay. Das wird. Hierfür ist es da. Damit wir hier Farbe einsammeln können. Da unten waren ja Sachen, die wir noch markieren müssen. So, mal mit. Und die hier auch. Ja. 2 von 4. Eine Figur. Das Dynamit, okay. Gehen wir jetzt hier zweimal runter. Einmal hierfür runter. Freigeschaltet. Barry Smith. Gehen dann nochmal runter. Aber als erstes gucken wir uns das jetzt erstmal an. Also Räuber McCain und Bergarbeiter McCain. Können wir gut verstehen, dass das hier gedreht werden muss. Bergarbeiter ist das Ding. Das andere und Räuber ist das da. So, dann ist der nächste Bergarbeiter McCain und dann Bauer, Farber McCain. Das ist Bergarbeiter und Farber. Bergarbeiter und Farber. Freigeschaltet Hairdresser. Bergarbeiter und Farber. Bergarbeiter und Farber. Da haben sie alles einfach nur umgedreht, oder was? Sieht so aus. Ja, ein bisschen zu spät, aber ich hoffe, es zählt noch. Na, es zählt sowieso noch. Okay, dann zählt das ja auch nicht. Und das Geheimnis ist... Oh, ein roter Stein. So. Was fehlt denn jetzt überhaupt noch? Mal wieder eine Polizeimarke. Super. Wenn wir die nämlich hier schaffen, haben wir 3. 3 von 4. Oh, Gottes Willen, ey. Gut, die Marke müssen wir hier nicht finden. Glocken klingeln lassen. Ein Gong. Sogar besser als ein Glöckchen. Vielleicht ist hier irgendwo ein Polizeimarkenteil drin. Zerstöre alles. Oder echt in so ein Teil hier. Ja, festnehmen bringt nichts, okay. Vielleicht hat das doch noch irgendwas damit auf sich, dass wir nach oben hin müssen. Sehr crazy, sehr crazy. Hm.
Sehr, sehr crazy, sehr crazy. Unglaublich, dass es alles nur so crazy sein muss, ey. Verstanden, gebe halt jetzt runter. Weil ich finde das Teil wieder nicht. Echt böse ist es echt. Okay. Gut, dann benutzen wir halt den Gong und machen jetzt kurzen Prozess. So, das Barry. Ich bin hier, um Barry. Hör dir mal das an. Willkommen bei Lerne Kung Fu im Schlaf. Entspann dich. Du bist jetzt vollkommen entspannt. Ende. Ja, so möchte ich auch ein Tutorial haben. Ich kann Kung Fu. Zeig es mir. Und Klempner? Aber man hat eben diese Symbole da unten gesehen. Hat man die vorher auch schon gesehen oder habe ich sie einfach früher nicht wahrgenommen? Ich weiß es gar nicht. Gehe in dich, ruf dein wahres Potenzial ab und triumphiere so über deine Gegner. Was auch geht, du wirfst sie einfach auf die Matte. Ja. Mal sehen, was du drauf hast, Chase. Oh! Sag. Komm schon! Autsch! Das hab ja sogar ich gespürt. Ihr fällt mir schon besser. Gut, dann so. Nicht schlecht. Legen wir mal nach. Ja, eigentlich wollte ich sie mal werfen, aber okay, dann halt so. Das hat wehgetan. So, zack. Oh, wei, oh, wei. Oh, wei, oh, wei. Da hast du ja einen kurzen Prozess gemacht. Aber jo. Diesmal wird es schwieriger. Ach so. Ich will den Rapper nehmen. Ich will den Rapper nehmen, weil der Rapper muss sich auch vorstellen. Und jetzt wende das auf deinen Geist an. Ist okay, du wirst schon besser. Ehrlich. Ja, dann greif mal. Lass die Bewegungen fließen, wie das Wasser durch die Kupferrohre deiner Entschlossenheit. Ja los, greif an! Bedenke, eine 10.000 Meilen lange Reise beginnt mit einem einzigen, Anruf beim Reisebüro. Wieso kann ich die nicht... Ich... Ja? Wenn im Wald ein Baum auf dich fällt, schmerzt das dann? Und wie? Höllisch. Das tut echt höllisch weh. Autsch! So. Ah ja, die Risiken waren in ihr von vornherein klar, ne? Jawohl! Du kennst aber keine Gnade. Nein, nicht wirklich. Hoffe, du bist gut im Armdrücken. Jetzt endlich! Weil die machen auch Dance. Beim Kampf muss dein Geist entspannt sein. Entspannt! Du hast den Herd angelassen? Ja. Wirf sie mal gegeneinander. Nicht schlecht. Sag. Das merkt er morgen noch. Ja, das soll er auch noch morgen merken. Und auch übermorgen. Und danach die Tage. Dein Körper muss in Topform sein. Wie ein regelmäßig gewarteter Heizungskessel. Oh, Junge. Komm, komm. So. Nee, los. Dein Geist muss frei sein. So frei wie ein Zentralheizungssystem ohne Luftblasen. Ja, wirf noch einen Schüler. Keine Angst, das macht dir nichts. Nee. Du wirst sehen, die braunen Gegner sind eine Spur härter.
Und den werde ich auch als erstes Kill neu schon sagen. Als erstes hier. Ich kenne einen Typen, der Kung Fu lernte, weil er Probleme beim Zaunstreichen und Autopolieren hatte. Hat ihm echt geholfen. Ja, aber was bringt ihm das? Seine Augen sollen nicht schmal sein. Nur noch eine Runde, Chase. Konter. Na komm. Wusstest du, dass Kung Fu ursprünglich erfunden wurde, um Holz zu zerkleinern, bevor das Sägen erfunden wurde? Echt? Skandit? Das sieht morgen schlimm aus. So, beide gekriegt. Wollte schon sagen gerade, warum nicht beide, aber doch beide. Zwischen deiner Stärke. Das kann ich nicht annehmen, Barry. Wieso? Deswegen. Aber andersrum, wir können den auch, weil wir haben ihn auch gespielt. So, wir haben schon wieder eine Sache vergessen. Was ist das für ein verkorkster Tag bislang passiert? Ein Polizeiwagenteil fehlt. Alles andere haben wir aber. Gut, es wird also wahrscheinlich noch ein extra Teil von beides. Ich weiß noch nicht. Hairdresser haben wir auch noch gekriegt. Wir haben keinen Stein, weil... Wenn du da keinen Stein kriegst, dann kriegst du keinen Stein. So, wir gehen jetzt zurück zur Polizeistation und das nächste Teil. Bis gleich und tschüss. Oder später. Je nachdem.